Nummer 1 Fehler, warum Leute nicht erfolgreich sind und keinen Erfolg in Beruf, Karriere oder auch im Leben haben, ist einfach ganz klar, sie geben auf. Sie geben nicht zu schnell auf, denn es gibt kein zu schnell aufgeben. Man gibt einfach nie auf. Man gibt dann erst auf, wenn man es geschafft hat. Und das ist das Problem vieler Leute, dass sie einfach... Fingers down to the soles of your feet, a glimmer in your skin. Dass sie aufgeben, wenn es hart wird. Sobald es etwas schwieriger wird, sobald es nicht auf das erste Mal klappt, geben sie auf. Sie geben einfach auf. Wie kann man da aufgeben, wenn man einen Traum hat, wenn man ein Ziel hat? Da muss man es so lange verfolgen, bis man es schafft. Das beste Beispiel ist hierfür Thomas Alva Edison, der 10.000 Versuche gebraucht hat, bis er die scheiß Glühbirne zum Glühen gebracht hat. Er hat damals gesagt, er hat 9.999 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert hat. Ich sag dir jetzt mal, wie es ist. Wenn du etwas mehr im Leben erreichen willst, wenn du ein Ziel hast im Leben, dann wirst du nicht so in die Standardgesellschaft reinpassen. Dann wirst du nicht, weil ich sag dir auch warum. Die meisten Menschen streben danach, nur Durchschnitt zu sein. Ja, keiner will sich mehr anstrengen. Die meisten begnügen sich mit Durchschnitt. Und wenn du jetzt da kommst und sagst, hey, du hast ein Ziel, du hast einen Traum, du willst das so und so machen, dann fühlen sich diese Leute gekränkt. Sie fühlen sich daran zurückerinnert, dass sie ihren Traum bereits aufgegeben haben. Das passt ihnen natürlich nicht. Und der Grund, warum die meisten Menschen nicht ihre Träume ausleben, ist die Angst. Sie haben Angst, dass sie dann nicht mehr dazugehören. Von denen, dass sie ausgeschlossen werden, von denen, die ihre Träume bereits aufgegeben haben. Das ist völlig falsch. Das Lustige ist immer, wenn sie zu dir sagen, hey, du hast dich so verändert, du willst jetzt erfolgreich werden, du hast dich so verändert. Aber im Endeffekt wolltest du dich ja verändern. Du willst dich ja verändern, dass du mehr aus deinem Leben machen kannst. Natürlich ist es leichter, die meisten Leute schnappen sich anstatt ein Buch lieber ein Bier, weil man damit nicht nachdenken muss, weil man damit die Probleme, die Sorgen, die man sich selber vorher geschaffen hat, indem man seine Träume aufgegeben hat, gemacht hat und vergessen kann dadurch. Die meisten Menschen sind am Samstagabend beim Feiern. Andere sind immer noch am Arbeiten und wollen ihren Traum erreichen. Das sind die feinen Unterschiede, die es hier gibt. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sich am Wochenende immer zusaufen kann. Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich einfach nicht, weil es sind im Prinzip die Leute, die ihre Träume längst aufgegeben haben und die jetzt ein unglückliches Leben führen und dadurch mit Alkohol dieses Leben schöner wirken lassen müssen. Um ihre Sorgen zu vergessen. Die meisten Leute kommen nach Hause und beschweren sich über den Scheißjob, beschweren sich über den Scheißchef, beschweren sich über ihr Scheißleben. Ja? Das Einzige, was sie tun, ist sich immer zu beschweren für etwas, was sie selbst eingebrockt haben. Sie haben sich den Job ausgesucht, sie haben sich ihr Leben ausgesucht, sie haben sich die Frau ausgesucht, bla 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 bla. Die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die beschweren sich nicht. Die sehen jeden Umstand als eine Herausforderung an. Ich kann dir sagen, dass wenn du jetzt 100 erfolgreiche Menschen fragst, wie sie dorthin gelangt sind, werden 99% dieselbe Antwort haben. Sie haben harter gearbeitet wie alle anderen, sie haben sich nicht beschwert über die Umstände, sondern es einfach gemacht und sie haben einen Plan gehabt und ein Ziel gehabt. Sie haben genau gewusst, das und das will ich erreichen, da und da will ich hin. Die Average-Leute, die Durchschnittsleute beschweren sich immer. Die beschweren sich über alles. Und ich bin mir sicher, dass du nicht die meisten Leute bist. Du bist nicht so wie die meisten Leute. Fehler Nummer 3. Sie geben die Verantwortung ab. Sie schieben die Schuld immer jemand anderen zu. Sie übernehmen nicht die Verantwortung für sich selber. Für ihr Leben. Egal was passiert, es ist immer der andere schuld. Es war immer der andere. Wenn es jetzt du einen Autounfall gehabt hast, war der andere schuld, obwohl du vielleicht nicht gebremst hast.
Wenn du einen scheiß Job hast, ist der andere schuld. Sind all deine Kollegen schuld. Das ist die falsche Einstellung. Es ist niemand schuld an deiner Situation außer du selbst. Du selbst hast die freie Entscheidung, du selbst hast dir das alles aussuchen können. Und du selbst hast es auch in der Hand, das zu ändern. Egal wie scheiße die Situation ist, egal wie schlimm die Situation ist, man kann alles ändern. Man braucht nur den Mut dazu, sich zu verändern und es ändern zu wollen. Dann muss man es einfach machen. Wenn dich etwas nicht glücklich macht, dann ändere es, anstatt dich tausendmal darüber zu beschweren und jemand anderen die Schuld zuzuschieben. Ändere es für dich.